Liebe Mitglieder und Sympathisanten, herzlich willkommen zu den FDP-News vom Mai 2022. Mein Name ist Damian Schaller und ich bin Vorstandsmitglied von der FDP Allschwil-Schönenbuch. Ihr seht es, ist ein bisschen wackelig, der Ton ist nicht ganz so gut, denn wir sind am Bahntag hier in Allschwil und bewegen uns zu auf die Bahntagswiese. Aber zuerst ein kleiner Rückblick auf die Anlässe, die im Mai in Allschwil stattgefunden hat. Am 14. hat das Freizeithaus einen grossen Anlass durchgeführt und viel Publikum angezogen. Unter anderem haben sie dort ein neues Logo und Homepage vorgestellt. Am 15. hat dann die Art Travers stattgefunden, ein literarischer Spaziergang von Allschwil nach Hegeheim. Ein ganz toller Anlass, wir haben mit Martin Buchen gesprochen. Wie ist auf diese super Idee gekommen? Es ist eigentlich ein bisschen zufällig entstanden, durch dass wir Kontakt haben mit der Synagoge in Hegeheim. Dann haben wir gefunden, dass es auch schön etwas für in der Region, wo man so ein bisschen die Übergänge, die jetzt während Corona ja auch erprobt worden sind, dass wir dort ein bisschen das Spazieren kultivieren. Fantastisch, wir sind am A Travers von Allschwil in Richtung Hegeheim. Ja. Ja, Robert, wie läuft bis jetzt beim Bahntag in Allschwil? Bis jetzt haben wir gesehen, alle gesund hier zum Skistand Mühli reingebracht. Wir sind jetzt in der Hälfte von der Bahntagsetappe und werden in 5 Minuten weitergehen bis zum Bahntagsplatz. Nicole Nüssli, was bedeutet dir der Allschwiler Bahntag? Familientag. Ein Familientag in Allschwil für gross und klein. Ein riesentoller Anlass jedes Mal. Nicht nur für die Männer in Liestl. Aus dem Baselbieter Landrat gibt es Folgendes von der FDP zu berichten. Der Energieplanungsbericht 2022 von der Bau- und Umweltschutzdirektion ist im Landrat heftig diskutiert worden. Damit der Regierungsrat jetzt Gelegenheit hat, offene Fragen zu klären, hat unser FDP-Landrat Robert Vogt den Antrag eingegeben, der einstimmig angenommen worden ist. An der FDP-Vorstandssitzung vom 16. Mai haben wir ein paar Stimmen einfangen zu den Abstimmungen, die letzten Monat stattgefunden haben. Ich sage, im Großen und Ganzen ist so das, was man sich erhoffen konnte. Ich denke, das Transplantationsgesetz ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass das durchgekommen ist, dass wirklich jetzt man aktiv muss sagen, dass man nicht möchte Organe spenden. Unser FDP-Landrat zu den kantonalen Abstimmungen, wie ist die offen? Für mich ist es eine grosse Freude, dass speziell jetzt beim Sozialhilfegesetz eine deutliche Annahme gesehen ist, die Motivation und Integration stärkt. Und das ist wirklich ein starkes Zeichen. Aus dem Gemeinderund in Allschwil haben wir die folgenden News. Die Agenda ist voll und die Zonenplanrevision ist weiter in der Besprechung. Es haben bereits zwei Veranstaltungen mit der Bevölkerung stattgefunden und ein grosses Thema dabei ist sicher die Mischnutzung an der Binnigerstrasse. Und dann haben wir hier natürlich noch den Vivek Kumar von der FDP. Wie gefällt dir der Bahntag? Ja, super. Es ist eine so gute Gelegenheit, mit in die Community reinzukommen und Leute kennenzulernen. Ich finde das genial. Ja. Und dein Sohn ist Fahnenträger gewesen? Ja, mein Sohn war Fahnenträger, aber voll begeistert mit der Fahne vorne. Gerne machen wir Sie noch auf unsere kommenden Anlässe aufmerksam. Am 18. Juni sammeln wir wieder Unterschriften für die Individualbesteuerungsinitiativen in Allschwil. Am 20. Juni haben wir dann unsere Generalversammlung von der FDP Allschwil Schönenbuch im Hotel Rössli in Allschwil. Und natürlich freuen wir uns alle sehr auf das Dorffest Allschwil, das ja vom 10. bis zum 12. Juni in unserer Gemeinde wird stattfinden wird.